Christian, du hast hier einen Tombstone hinterlassen. Husarenflieh steht da drauf. Husarenflieh, 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 Husarenflieh. Ja. Alles klar. Aber ihr dürft ja, vielleicht liegt ja da noch was drin. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist das einfach so hochgegangen. Der Tower sieht übrigens ziemlich also, geil ich aus jetzt. Ich hab Rechtsklick auf die Truhe oben gemacht und die dann gelootet. Ja, keine Ahnung, vielleicht war halt eine Falle. Und da habe ich jetzt eine Feuergranate rausgeholt und so eine Poison-Granate. So, und dann ist das Ding voll zusammengebrochen und ich bin durch die Explosion nach unten gefallen. Geil, alles ist kaputt oder was? Im Ernst? Ist ja nichts mehr. Super. Die Sachen sind wahrscheinlich explodiert, oder? Ja, wahrscheinlich. Boah, das ja, tut so ein mir paar Sachen habe ich, glaube ich, schon gefunden. Ohne Scheiß, das tut mir echt ein unfassbar leid. Einen Eisenkopf habe ich gefunden. Aber ich muss trotzdem sagen, voll geil. Das war echt ziemlich witzig. Also, ohne Spaß, wir haben zwar alles verloren, aber dass der Turm explodiert, ey, ist immer voll geil. Ja, Uwe, da hast du ja alles verloren in dem Sinne, weil ich natürlich mir klar, aber naja, hat jetzt auch also nicht mehr. Also, ich habe fette Aussätze, ich habe auch, hab auch noch ein paar Sachen. Also, wir sind nicht ganz weg. Ich habe hier. Ja. Living Metal Glaive. Iron Glaive. Hat einer diesen Spark eingesammelt, der vorhin runterkam? Das sieht aus wie so ein kleiner leuchtender Stern. Nee. Das kann ja nur JH. Wir sind ja gestorben. Ja, ein paar Sachen können ja auch verschwunden sein. Boah, ich würde jetzt gerne so eine Frag Grenade werfen auf Peter. Wirf hier doch. Jetzt verliere ich nichts mehr. Darf ich die auf dich werfen einmal? Das ist zu spät. Jetzt wenn du möchtest. Nee, ich will aber nicht in der Nähe stehen. Wow. Oh, Hammer. Boah, ist ja awesome. Okay, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so eine richtig geile Explosion oder sowas. Wow. Das ist auch echt bitter, weißt du? Ich hab nicht mal mehr eine Pickaxe. Also, nee, ich kann hier kommen, Ram, ich hab echt ein schlechtes weg. Gewissen, dass jetzt deine Sachen alle weg sind. Ja, erst hier, Season beenden, jetzt hier alles kaputt machen. Ja, fickt euch doch alle. So, das war's mit Hexe, haut rein. Ja. Viel Spaß. Tschüss. Ab morgen zu dritt. Okay, so. Und ich hatte eine Fire Resistance Hose und ein mega geiles Schwert, das ist doch zum Kotzen. Ah ja. Was ist denn jetzt? Gerade diese war ja nicht so viel. Ja, ich sorry. Ich baue mal ein Bett. So. Ich ärgere mich, hab mich halt ein bisschen darüber geärgert. Tut mir leid. Zack. Ja, ich ja auch. So, ich hab mal ein Bettchen gebaut. Wo stellen wir das denn hin? Hey Peter. Was ist in Peters Haus, natürlich. Wahlweise auch in die Kapelle, ich weil nicht, ich glaube, bis das Haus fertig ist, dauert das noch ein bisschen. Ich kann das irgendwie ausrüsten bei mir, aber ich kann das nicht jetzt. Ich kann hier, ich hab Rohstoffe. Ja. Ich hab keine Ahnung, Jay, ja, was das ist. So, was hab ich da gefunden? Ich hab bei den ganzen Schulen nicht auseinandergenommen. Das Bett kannst du. Ja, so. Alter, hab ich mich erschrocken. Boah, war das Premium. Scheiße, wir haben uns, glaube ich, alle erschrocken. Und ich bin direkt, weißt du, ich wollte schon gerade aus dem Fenster springen, als ich das Geräusch gehört habe. Sagte schon so, was passiert hier? Und dann, you died. Moment, wollen wir echt das aus Nether Sand machen? Das spielt doch keine Rolle, wie das aussieht. Das ist egal. Ist das geil. Das ist ja, wir spielen jetzt kein Minecraft, wir spielen Hexed. Ja, das ist mir scheißegal, wie die Sachen aussehen. Die müssen pack mit uns noch nur schützen. Hier, warte mal, pack doch noch ein bisschen Clay ja, damit rein, damit das noch ein bisschen bunter ist hier, so. Ja, ich habe mich schon mal ins Bett gelegt. Ich habe leider kein Holz, damit ich eine Truhe bauen kann, dammit. So, ich baue jetzt brauchst also kein Mensch. Ich baue Truhen. Klar brauchen wir eine Truhe, Bram. Was bist denn du für ein Vollhorst? Quatsch, du brauchst keine Truhe, du brauchst nur einfach dabei hast. Achso, habt ihr schon. Scheiße. Ja, genau. Weißt du, dieses Star-Ding. Nein, das hätte ich nicht in eine Truhe packen können für später, falls wir damit die überall geilen Sachen bauen können. Nein, das sollte man nicht einfach mitnehmen. Man Donnie? Braucht ja nur die Sachen, die man dabei okay, hat. Okay, gibt ja kein bist Endgame. Bist du gebufft oder bist du vergiftet noch drin? Bin gebufft. Ich hab Water Breathing. Von dem, ich glaub, von dem Vieh, was mir so viel Angst gemacht hat. Okay, pass auf. Was geht denn jetzt ab? Was ist denn jetzt? So. Was soll denn mit dem ganzen Bullshit hier? Ja, ich weiß nicht, was davon gut oder was schlecht ist. Ich bin sofort wieder da. Oder vielleicht, entweder pilotiere ich mich sofort zu euch, weil ich gestorben bin, oder ich bin sofort wieder da. Was hast du denn vor? Was machst du denn jetzt hier auf? Leroy! Jack! Ich helfe dir! Den Turm nach unten! Also die erste Etage geht tagsüber halt besser, weil dann halt Licht ist. Da waren halt keine Viecher. Jawohl! Alter. Jawohl! Weil ich alles dabei hab!
Ja, den Scheiß kannst du das nicht. Das ist echt übel. Okay. Ja, aber Problem ist, wenn du stirbst, ist das scheiße. Warum ist das scheiße? Ja, weil jetzt die Sachen da unten alle liegen. Achso, ich dachte, du hättest gesagt, du hättest so krasse Sachen. Weil dann ich hab nur in die Truhen geguckt. Achso. Ja, wenn du hast sie ja, doch bestimmt die dann aufgesammelt dann auch, dabei oder? Gleichzeitig. Du kannst mir nicht erzählen, dass du die nicht aufgesammelt hast jetzt. Was ist der denn hier im Inventar? Die liegen jetzt da und die spawnen, das ist doch scheiße jetzt gewesen. Ja, was hab ich denn jetzt aufgenommen? Eine Chestplate. Wo hab ich denn die her? Ja, ich hab hier gerade ein paar gebaut, die hab ich eigentlich Christian zugeworfen. Ah, hier liegt eine. Immer nice. Danke. Aber egal, du kannst. Ich erstmal eine Waffe. Oh, jetzt hab ich die weggeschmissen. Oder Holz. So, hier. Und jetzt hab ich noch eine Iron Plate. Hier. Die hab ich aus Versehen weggeworfen, als ich die wechseln wollte. Peter, das Haus ist nicht groß genug! Ihr habt das zu Ende gebaut. Alter, aber dein Grundriss. Alter, die ist ja mal geil. Eine Sichel. Also so eine Sichel. Ich hab mal so eine. Wie heißt die denn? Sense, genau. Die gute Sichel. Also ich packe jetzt hier alles einfach rein, oder was? Wer hat denn keine Waffe? Ich hab nix. Ja. Guck mal hier, ich hab 10 Diamanten. Bam. Okay, Jay hat aufgesammelt. Ja. Was? Ja, Jay hat aufgesammelt. Christian? Was denn? Ich hab aufgesammelt, hä? Danke. Du hast das Eisenschwert aufgesammelt. Was soll ich denn mit dem Knochen? Alter, ich bin Level 21. Ich hab dir ein Eisenschwert zugeworfen. Also. Ich hab doch so eine Stone Scythe. Warte mal, ist die besser? Oder ist die einfach nur zum Schaden? Keine Ahnung, musst du ausprobieren. Stein halt, ne? Und? Hier, Bram. Juhu! Was denn? Geh mal in den Test. Ich hab nochmal so einen. So. Zombie, komm her. Okay, die macht 3 Damage. Das ist nicht viel. Das Eisenschwert macht 6 plus 7. So, wenn wir jetzt alle ausgerüstet haben, können wir das ja nochmal in dem roten Turm probieren. Beziehungsweise in dem Steinturm, oder nicht? Ich hab eine Chestplate. Ich auch. Ist das schon mal eine Chestplate mehr als du gerade? Ja, wir haben den schon. Guck mal, wir haben schon. Ich hab schon Schuhe. Hier, wer braucht denn noch solche Schuhe? Wir haben schon Trophäen an der Wand. Ich hab meine. Sehr gut. Geil. Warte mal, das können wir auch nochmal machen. Ich hab hier noch Diamantboots. Ich hab noch keine drauf. Ich hab Eisen. Haben wir kein Eisen mehr? Ich hab meine Hose wieder, ohne Spaß, Fire Resistance und alles richtig geil mäßig war die. Haben wir noch Pfeile? Ich hab keinen Pfeil. Wieso hast du eigentlich 3 Dinger und ich nur einen Teil, Peter? Das weiß ich nicht. Obwohl du gerade gestorben bist, wie viel hast du dir denn da gebaut? 2 Sachen. Du egoistisch. Hm? Du hast uns gerade alle in die Luft gejagt, Jay. Ich hab das nicht an. Fick dich. So, pass auf, Jay. Haben wir jetzt nur noch 2-mal hier. Wo bist du? 2-mal hier. Guck mal, da Schafel rein. Ach komm, ich fick dich da. Ah. Nice. Boah, sieht ja richtig gay aus. Bleib hier. Ich sehe nämlich auch gerade, aber ich sehe nichts. Du darfst im Schaf reiten, das lässt. Nee. Du könntest das ja anbauen. Was denn? Ja, wir können wirklich mal ein paar Sachen anbauen. Hier sind so viele Sachen, die irgendwie wachsen. Du kannst mir nicht erzählen, ob man nichts davon gebrauchen kann. Mach mal hier so eine, wie heißt das? Moment. Komm, ich will jetzt hier runter. Lass mal da gucken gehen, ohne Scheiß. Ja, wir haben schon deinen so Turm. Ja, du machst die ganzen Löwen doch nicht kaputt. Vor allem nichts, nicht ohne was zu fressen. Wobei, darum war auch zu was zu fressen. Könnt ihr ganz in Ruhe machen, oder nicht? Ja. Tower für Tower. Seite für Seite. Ich geh jetzt mal einmal vor. Ja, und du eigentlich wolltest du sagen, Etage für Etage. Ist hier noch oben was? Wie viel von oben nicht dann eine Überraschung kriegen, hier sieht's leer aus. So, ist jemand denn hier? Oder bin ich der Einzige, der jetzt an der Wand hat? Ich bin hier. Rennt? Ja, ich komm mit. Mach nur kurz das Schwein noch tot. Ich wette, wenn wir den Turm durch haben, kracht er zusammen. Ich hab nur leider keine Spitzhacke, also ich kann das nicht kaputt machen. Ja, ich hab nur Holzspitzhacke. Oh mein Gott. Ich hab gar keine. Ja, dann mach ich das. Machen wir die Viecher kaputt. Oh, Schmerzen. So, nice. Oh, ich hab doch 2,5 Leben. Bevor wir jetzt. Au, da wartet jemand noch vor Treppe. Also, ich würde mich gerne erstmal heilen. Ja, dann heil dich. Kannst du dich heilen? Ja. Hab nichts zu essen. Ein bisschen Futter habe ich. Okay, Bram geht runter. So, mach mal. Okay, wenn wir reinrennen, go, go! Mach die Dinger kaputt!
Ja, kann ich nicht. Ja, ich baue die Dinger ab. Die Viecher kaputt machen. Ich baue die Dinger auch ab. Ist abgebaut. Ups. Da kommen wir zur Treppe hoch. Aua. Nein, der hat mich runtergehauen. Okay, weiter runter. Go, 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 go. Ich bin einen weiter unten. Go, 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 okay. Ihm retten. LOL. Alter. Nicht cool. Okay, go, go, go. Der hat mich bis ganz nach unten gehauen. Ich bin tot. Ja, und das ist besser, wenn man das nicht irgendwie so machen, dass einer die Dinger abbaut, einer die Löcher zumacht und die anderen gegen die Dinger kämpft. Alter! Nicht cool. Oh. Ich weiß nicht, ob einer zum Kämpfen reicht, wenn ich ehrlich bin. Na, wahrscheinlich nicht. Das geht noch ganz schön tief hier, glaube ich, oder? Wenn ich mir jetzt angucke. Also ich bin mindestens. Nicht nur das. Und Spaß, bevor wir jetzt laufen, ich brauche auf jeden Fall was zu essen. Aber kommt mal, baut mal hier alles zu jetzt. Hat jemand irgendwelchen. Wir haben keine. Ich habe nichts zum Zubauen. Oh mein Gott. Okay, wir bauen uns das zu. So, sehr gut. Es ist Minecraft immer noch, ja. Wir können die Dinger zubauen. Ja. Ja. Super, soll ich jetzt rohes Fleisch fressen? Nein. Ich hab. Ich will Leute erstmal uns hier zubauen. Ich hab keinen Bock, dass wir auf den Sack kriegen. Hatten wir irgendwo noch Eisen? Nee, ich hab Eisen. Wir haben alles verbaut. Ja, mittlerweile habe ich auch Eisen gefunden. Ich hab nichts gefunden. Das reicht doch. Da ohne Hilfe, was ist das? Ich sehe sie nicht, sie ist im Boden. Ich hab die Spinne. Alles gut. Ich hab voll geschlagen. Also jetzt wollte ich echt was zu essen. Ja, ja. Da kommt eine Minispinne. Ist jetzt hier alles zu? Es ist so dunkel. Nee, hier sind noch Löcher, hier. Das ist alles so mega dunkel hier. Boah, das wird gleich richtig übel hier, der Spawn, glaube ich. Ich habe eine Frage. Da hängt eine Spinne, da steht eine Spinne im Eingang erstmal. Und wenn du dagegen guckst, Peter, leuchtet denn bei dir auch was blau? Nein. Okay, können wir das hier kaputt machen? Klar. Ich hab leider nicht. Ich kann's nicht. Was denn? Ah, vielleicht hast du einen Geheimraum gefunden. Wäre natürlich ich dachte, vielleicht wäre das ein Glitch oder so. Nee, das war hier auf der Höhe. Ist also kaputt? Genau dieses Sechser-Ding. Nee, das ist da noch. Buddel mal noch irgendwie 3, 4, 5 Felder da rein einfach. Nicht da oben, weiter unten. Weil einfach gerade in die Wand rein. Alter, jetzt geh mir auf die Seite, sag du scheiß Wichsspinne. Hier ist Erde. Nee, dann nicht. Okay, dann scheint das nichts zu sein. Alter! Oh, sorry. Ich geh zuerst mal hier rein. Das ist immer so ein Schock, ne? Wenn dann abgefuttert wirst. Okidoki. Okidoki. Auf Chris, hallo? Nee, ich hab ja nichts, um da wieder runterzukommen, womit soll ich kämpfen, Jay? Ich werde jetzt gucken, dass ich hier oben irgendwie, vielleicht ein paar Bohnenpflanze, Eisen suche und, damit wir hier Wasser. Achso, hab ich vielleicht das hier gesehen? Abpflanzen. Kann natürlich sein, Achtung, Bram hinter dir. Es geht noch ganz schön scheiße tief, ohne Mist. Vorsicht, Zombie! Oh. Ja, und der Boden wird immer besser. Ja, echt mal, ja, ohne Spaß. Dann, jetzt geht's. Moment, bevor. Okay. Dann lass den Raum kurz machen. Alter, ja! Lol. Guck mal, das ist so Sachen fürs Grab! Wie tief der runtergefallen ist! Aber nice. Oh, den Helm würde ich nehmen. Dann habe ich nämlich einen besseren. Oh, der haut mich. Läuft, wo kommt der denn her? Christian, du hast hier einen Tombstone hinterlassen. Husarenflieh steht da drauf. Husarenflieh, 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 Husarenflieh. Ja. Das klappt. So sieht aus. Okay, Moment, bevor wir runtergehen. Was ist? Ich bin gerade schon am Kämpfen. Ich mal wissen, was ist zwischen Iron Chest und Chain Chest ist. Ich bin schon Level 27. Krass. Wobei, ich bin auch 23. Ich bin so lange nicht mehr gestorben. Oh mein Gott. Ich glaube, je länger wir warten, desto mehr Viecher spawnen da auch, oder? Vertue ich mich da jetzt. Mit den Spawnern? Ja, natürlich. Können wir nicht weiter? Dann lass runtergehen. Und lass runtergehen. Ich muss da oben gucken. Ja, ist okay. Ich glaube, hier sind wir ganz unten jetzt. Oh mein Gott, hier ist ein Enderman zwischen. Ich wollte mich verarschen. Aber echt mal, what the fuck? Verpisst euch. Schwieriger. Haben wir keine Fackeln? Nein. Doch, ich hab Fackeln. Wartet, nicht drangehen. An die Dinger. An was für Dinger? An die Truhe. Die Truhe. Oh, das ist die letzte Truhe? Ja, warte mal.
Einmal runter. Vielleicht fließt von oben Lava rein oder so. Ja, genau. Ich will einfach nochmal gucken, was da unten drunter ist. Ob das jetzt hier zufällig gerade ein Loch ist oder. Okay. Sollen wir rein? Oder, ja, ich bin dafür, warte. Ey, guck mal, der Enderman hat einen Rucksack. Ich bin dafür, dass wir den kaputt machen. Okay, ja. Lass den kaputt machen. Wo ist er? Das wird so ein Ender-Backpack sein, was der Peter meint. Ja, ja. Sah so aus. Basti. Komm wieder. Na toll. Okay. Warte, Mongo, ey. Wie okay, wäre es? Warte, nein. Wie wäre es, wenn jetzt zwei ganz nach oben schon mal gehen und der einer das sich jetzt traut? Meinetwegen Peter für die Aufnahme. Okay. Bevor jetzt hier gleich alles wieder explodiert. Da hab ich ehrlich gesagt nicht so viel Bock drauf. Warte mal eben. Warte, und ich werde dann eben einen. Wenn du immer um die Ecke gehst, hinter der Truhe, ist dann ein Weg frei, damit du laufen kannst. Nicht, damit okay. Du nicht über die Löcher springen musst, aber warte eben. Wir müssen nämlich hier noch ein ganzes Stück laufen. Ja, das ist auch Spinnen. Nee, das ist ein Bug. Nee, wenn du nach oben guckst, dann kannst du die töten. Ja. Achso, okay. Ja, am besten töten. Loch. Ja, Loch geflickt. Warte. Na, noch weiter höher. Wow, hier ist ja noch eine Spinne. Wieso sehe ich denn die nie? Boah, wie viele Etagen waren das denn? Deswegen kannst du jetzt das öffnen. Und wenn dann Boss kommt, können wir dir helfen. Okay, da ist totaler Bullshit einfach nur drin. Alles klar. Wow. Ich warte trotzdem nochmal kurz. Ja, voll den Terror gemacht da drin. Boah, wär's denn da so witzig gewesen, Bram? Hä? Warum fragst du denn, wenn du meinen Namen schon nennst? Was soll das denn? Das ist voll die Beschuldigung hier. Hey, Christian, ich hab was für dich. Ach, hat Bram das Ding schon gelootet? Ach so. Nee, der hat Sachen in den Weg geplättet. Also, ich hab auch. Du bist gleich zu Hause. Lass uns mal rechts hier so irgendwie eine, hier diese Einzeltruhe, lass uns da mal eine Waffentruhe rausmachen oder sowas. Sachen, die wir nicht brauchen. Dann sollte hier mal. Ja, wieso nicht hier mal? Ja, wenn du zu Bock hast zu sortieren, dann mach das. Ja, ist doch scheiße. Du kannst ja wohl eine Waffe da reinpacken, oder? Ja, aber ich habe da keine dabei. Ja. Irgendwelche Werkzeuge. Ich dachte auch eigentlich, ehrlich gesagt, dass das hier ja mehr Rollenspiel ist und das nicht heißt, dass wir einfach wie die Wahnsinnigen verrückt durch die Gegend rennen, sondern ich dachte, das wird ein ganz entspanntes Projekt, wo wir uns was richtig Schönes aufbauen und dann gemeinsam Abenteuer erleben und nicht wie die Wahnsinnigen farmen. Genau, nur halt, wir bauen kein schönes Haus, weil wofür auch? Ach, wir können auch gerne ein schönes Haus bauen. Das können wir überhaupt kein Problem mit. Also, weil dann spiel ich halt Minecraft, aber wenn wir Hexen spielen, brauche ich jetzt kein Haus bauen, finde ich. Also kein schönes, so kein riesiges Projekt. Du kannst eh kein schönes bauen, auch in Season 8. Ja genau, das kann ich so oder so nicht, ja. Aber ja. Ich bräuchte dann auch kein... Wenn ich die Mühe machen, es zu probieren. Vor allem, guck mal, wie riesig die Karte noch ist. Also ich finde das ziemlich geil, wenn man... Wie die Karte? Das ist eine normale Minecraft-Karte. Drück mal, ja genau, das ist es halt. Die ist halt mega, mega riesig groß. Und hier in der Nähe hast du halt die kleinen... Die Sachen überall. Aber wenn die leer sind, muss ja weiter. Das heißt, ein Hausbau lohnt sich ja so oder so nicht. Ja eben, die Sachen verschwinden ja. Du farmst die ja leer, die Sachen. Wenn die alle leer gefarmt sind. Die Sachen auf der Map sind ja verschwunden. Außerdem haben wir hätten aber auch noch die fliegenden Inseln, ne? Also nicht wissen, was da oben drauf ist. Ja, ja, klar. Ich meine, klar, hier gibt's auch viel, aber es lohnt sich halt trotzdem nicht, ein riesiges Haus zu bauen, so wie die Shisha aus Season 7. Nee, ach so ein 20-Stunden-Ding, das würde ich, keine Ahnung. Dann hast du, wie der Braumer schon sagte, dann hast du die Welt irgendwann leer gefahren und musst weiter, sobald du nichts mehr findest und. Ja, aber ich finde da trotzdem die Idee ziemlich cool, dass man da meinetwegen irgendwie sich so eine kleine Burg oder sowas aufbaut. Oh, halt was so zu dem Rollenspielcharakter passen würde. Ich meine, was ist halt unser Spielziel? Ist unser Spielziel, wie die Heuschrecken, so schnell wie möglich alles aufzusammeln und bis wir das Beste haben und dann machen wir Feierabend? Weiß ich nur nicht. Finde ich doof. Gibt es nicht Quests? Finde ich nämlich auch doof. Was gibt's denn bei den grünen Punkten auf der Karte? Waren wir da schon? Das sind die fliegenden Inseln. Das macht voll Sinn. So, ich baue gerade mal ein paar Bäume an, dann habe ich jetzt einen Eimer gemacht, dass wir uns hier Wasser hinbauen. Also ich vertrete da den Peter-Standpunkt. Da viel interessanter. Ja, aber ich habe halt die Angst, pass auf, tut mal M. Die Insel, die wir haben, die ist nicht sonderlich groß, ja? Du siehst geil, die ist ja komplett aufgedeckt. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, dass dieses Hexit jetzt zu so einem Starbound verfällt, wo du nur noch am Farmen bist und so weiter. Das ist scheiße, da habe ich keinen Bock. Da bin ich auch schon rausgegangen, weil das voll blöde war. Ich meine, die Insel ist zwar nicht groß, aber die ist ja perfekt. Die machen wir halt zu unserer Insel. Und dann starten wir halt unsere Expedition mit Booten.
Ja, sowas kann man noch machen. Man kann sich ja kann immer wieder zurück. Na genau. Ja, aber das ist ich ja. Ich meine, was willst du denn sonst machen? Die ganze Zeit irgendwie wie so ein Wanderer über die Insel? Das wäre jetzt meine Sache gewesen, ja. Wie ein Wanderer über die durch die komplette Welt und alles nacheinander holen, was geht. Weil jetzt für riesige Sachen bauen. Naja, dafür spiele ich nicht Hexit. Dafür würde ich dann eher Tekkit mittlerweile mal spielen. Ja, sehe ich anders. Weil Tekkit wäre halt mal cool, da gibt es halt neue Sachen zu bauen. Hier gibt es halt viele Abenteuer. Ich meine, was ist da oben auf der Insel? Was ist da hinten auf den Schiffen? Was ist auf den Schiffen? Was ist auf den Schiffen? Gibt es vielleicht da hinten in der Wüste irgendwas? Das würde ich jetzt alles wissen. Ich habe jetzt echt keinen Bock, mein Haus zu bauen, wenn ich lieber da hinten die Insel erforschen könnte. Lol. Ja, das ist alles sehr unentspannt, Bram. Sehr unentspannt. Was ist denn daran unentspannt, wenn ich mir die Insel angucken will? Was denn hier? Ja, einfach kann ich schlecht in Worte fassen. Macht mal Rechtsklick auf eure Waffe, falls ihr eine besondere habt. Oh! Alter! Du warst aber weit von mir weg. Damit habe ich voll die Reichweite. Ich stand hier. Was hast du denn gemacht? Ich habe gerade ein Massaker, siehst du, nicht auf dem Boden. LOL. Ich hab die Periode. LOL, kann man auch damit. Ich hab grad. Da kann man nicht. Ich hab grad Bram aufgespießt. Hier, warte mal. Wie hast du das denn gemacht? Hier, nimm mal das Ding. Und mach mal rechts. Zwei davon? Ich hab zwei davon, das ist mein Alter.